Herzlich willkommen zu einem Forum 2050 Abend mit einem ganz besonderen Gast, auf den ich mich jetzt lange gefreut habe. Zuvor aber ein herzliches Willkommen allen, die draußen zuschauen, die jetzt auf Facebook Live mit dabei sind und auf Zoom. Vorweg schnell die Einladung auch an euch draußen. Wenn ihr Fragen habt für das Gespräch, bitte in die Kommentarlisten schreiben, in die Chatfunktion von Zoom. Es wird alles an uns hier weitergeleitet. Und uns, das heißt an mich und vor allem an meinen Gast, auf den ich mich so lange jetzt gefreut habe, an Gerald Hütter. Einen wunderschönen guten Abend, herzlich willkommen. Ich höre Sie noch nicht, Herr Hütter. Jetzt guten geht's. Abend, lieber Herr Plohner. Jetzt geht es jetzt. Und guten Abend allen, die uns hier zuschauen. Ich wollte schon immer nach Südtirol kommen. Ich liebe Südtirol, aber es ist einfach von Göttingen zu weit weg. Und deshalb bin ich froh, dass wir das wenigstens auf diese Weise heute mal hinbekommen haben und freue mich auf einen interessanten Austausch mit Ihnen. Freue ich mich auch und ich habe mir eines für heute vorgenommen. In der Vorbereitung natürlich auch, das ist auch meiner journalistischen Ader geschuldet. Ich versuche mich immer gut vorzubereiten, einzulesen, kaufe mir auch dann noch Bücher von Referenten. Aber irgendwann an einem Punkt habe ich mir gesagt, so, ich möchte mich heute mit Ihnen auf einen Flow einlassen, auf ein Gespräch einfach einlassen. Auch ganz unbedarft an das Thema rangehen, denn wir reden ja über ein Thema, über das wir alle im Grunde mitreden können. Auch als Eltern, wir haben Kinder in den Schulen, selbst waren wir in der Schule, haben sehr viel in dem Sinne Erfahrung auch mit uns selbst. Und wir versuchen heute, und ich möchte versuchen in diesem Gespräch, jetzt das einzuordnen für mich auch. Wo steht Schule heutzutage? Wo kann Schule sich hinentwickeln? Wo sollte es vielleicht sich auch hinentwickeln? Und ich möchte diese Linie an den fünf Ws sozusagen aufhängen. Einmal, was muss sich verändern? Dann, warum muss es sich verändern? Wann muss es sich verändern? Wer soll es verändern? Und wie verändern wir das Ganze? Also die klassischen 5W-Fragen eines Journalisten, die möchte ich heute in dieses Gespräch mit einbringen. Aber für alle, die Sie noch nicht kennen, Sie haben eine sehr große Anhängerschar, Sie werden ja auch als Star-Hirnforscher oft bezeichnet. Und mit Stars ist es dann so eine Sache, man kennt sie zwar aus dem Fernsehen, aber manchmal nicht den Hintergrund. Und der Hintergrund bei Ihnen ist ein ganz interessanter. Sie haben Biologie studiert, in der DDR damals noch, in Leipzig und dann promoviert in Jena. Und Sie sind dann geflohen aus dieser Enge, haben Sie einmal gesagt, der DDR, haben auch dann persönlich einen großen Schritt gemacht, indem Sie Ihren Sohn und Ihre Frau damals zurückgelassen haben, ihre damalige Frau, und sind dann in die Forschung gegangen an der Uni. Und dann hat sie irgendwann von der Biologie, sind sie in die Forschung des Gehirns, unseres Gehirns, gekommen. Und sie waren dann sehr lange auch in der Forschung, bevor sie dann sich auch der Verbreitung ihrer Ideen gewidmet haben. Mit Büchern geschrieben, sie sind ein Volksautor, das kann man wirklich so sagen. Sie führen Vorträge oder halten Vorträge, haben einen Kongress auch ins Leben gerufen für Bildung und Erziehung in Göttingen. Und Sie sind jetzt Vorstand der Akademie für Potenzialentfaltung. Aber eine Selbstbeschreibung hat mir ganz besonders gefallen. Und hier möchte ich jetzt einsteigen. Sie haben einmal über sich selbst gesagt, Sie sind jemand, der sich verliebt hat in die Vielfalt des Lebendigen. Diese Vielfalt des Lebendigen, wo finden wir diese Vielfalt heute in der Schule? In der Schule finden wir die nicht. Also das Leben spielt sich draußen ab. Und ich habe damals Biologie studiert. Das ist, glaube ich, wirklich so, weil ich wissen wollte, wie das mit dem Leben geht. Inzwischen glaube ich auch, dass ich Neurobiologe geworden bin, weil ich es nicht mehr ertragen konnte, dass diese ganze wunderbare Vielfalt an Arten, die da über Jahrmillionen entstanden sind, innerhalb kürzester Zeit von einer Spezies ruiniert wird. Die sich offenbar irgendwie verirrt hat. Und deshalb hat es mich dann interessiert, was im Hirn der Leute eigentlich los ist. Und dann habe ich mich intensiver mit Hirnforschung befasst. Und das ist ein schwieriges Geschäft. Und ich glaube, ich habe da 20, 30 Jahre wirklich harte Hirnforschung gemacht, so wie sich das jeder vorstellt. Und irgendwie hat mich aber mein Ursprungsgedanke nicht verlassen. Das kann ja dann leicht passieren, dass man sich in so einem Gebiet verliert. Ich war dann Spezialist für serotonerge Präsynapsen. Und das ist da durchaus, dann hat man auch Anerkennung und da gibt es Kongresse für Serotoninforschung und sonst was. Und irgendwas hat mich dann innerlich gerufen und hat gesagt,
Du, deshalb hast du das nicht gemacht, um Spezialist für serotonerge Präsynapsen zu werden, sondern du wolltest doch eigentlich das Leben verstehen und wolltest verstehen, warum Menschen so unterwegs sind, wie sie das sind. Und das ist dann der Augenblick gewesen, wo ich ein bisschen genauer hingeguckt habe. Dann habe ich erstmal gelernt, dass das an jedem Hirn auch noch ein Körper dran hängt. Das ist ja in den meisten Hirnforschern wahrscheinlich nicht immer so klar. Und dann habe ich gelernt, dass, das wird auch jeder in Südtirol wissen, dass man, wenn man heranwächst, bestimmte Erfahrungen macht. Wir leben ja nicht einzeln auf der Welt. Und diese Erfahrungen, die wir im Zusammenleben mit anderen machen, werden im Hirn verankert, die hinterlassen sozusagen Spuren. Man könnte auch sagen, alles, was wir heute können, haben wir ja von anderen gelernt. Und deshalb kann ich ja nicht so tun, als ob der Einzelne ohne dieses soziale System sein Hirn gekriegt hat, in dem er da groß geworden ist und in dem er lebt. Und dann war ich plötzlich was ganz Eigenartiges, ein Gehirn-, Körper-, Gesellschaftsforscher. Und jetzt wissen Sie als Journalist, was das bedeutet. Da passt man nicht mehr in die akademische Landschaft. Da gibt es keine Fachjournale dafür, da gibt es keine Meriten, da gibt es keine Professuren, noch nicht mal mehr Institute. Ich war zu breit geworden. Ich hatte den Blick zu weit aufgemacht. Und das habe ich aber niemals bereut. Ich bin total glücklich, dass ich das gemacht habe. Ich habe in den letzten 20 Jahren, seitdem ich das so mache, mehr gelernt als in meiner ganzen Zeit davor als Hirnforscher. Eine Korrektur muss ich mal machen, weil ich bin damals aus der DDR weggegangen. Also man muss ja auch lange überlegen, wie man das macht. Ich habe dann gelernt, wie man Stempel fälscht und habe mir selbst einen Pass eingestempelt, also ein Visum. Meine Familie, der Sohn und die Frau, habe ich dann über Familienzusammenführung noch in den Westen gebracht. Und dann ist was Eigenartiges passiert, nämlich, dass wir in diesen 2,5 Jahren, in denen wir so getrennt in völlig unterschiedlichen Welten versuchen mussten, uns zurechtzufinden, dass wir uns so verloren haben, so unterschiedlich geworden waren und so unterschiedliche Vorstellungen herausgebildet haben, dass es jetzt einfach nicht mehr ging. Das hat wirklich wehgetan, aber es gibt so Situationen, wo Menschen dann durch diese unterschiedlichen Erfahrungen auf einmal ganz andere Schwerpunkte für ihr Leben finden. Und dann passt etwas, was vorher noch zusammengepasst hat, passt dann nicht mehr. Und deshalb, meine Frau ist wieder glücklich, der Sohn auch und ich auch. Und wir haben es irgendwie hingekriegt, aber es war schwierig und es war auch das eine wichtige Erfahrung. Sind wir schon im Thema drin, auch der Erfahrungen. Natürlich, Schulden geben Erfahrungen und sind wichtig, dass Kinder auch Erfahrungen machen. Wenn Sie an Ihre eigene Schulzeit zurückdenken, was ist Ihnen da hängen geblieben? Also wie haben Sie Ihre Schulzeit und Ihre Schule oder auch Ihre Lehrer in Erinnerung? Lassen Sie uns noch einen Augenblick bei dem Punkt bleiben, wie wichtig diese sozialen Erfahrungen mit anderen sind, weil wir jetzt alle in dieser Corona-Zeit gesehen haben, wo es Homeschooling und wie das immer hieß, gab und die Kinder nicht mehr in die Schule gehen konnten, die wollten dann wieder hin. Da müsste man ja sagen, ist ja großartig, die wollen alle in die Schule. Und dann muss man genauer hingucken und fragen, wo wollen denn die eigentlich hin und was suchen die in der Schule? Die wollten nicht Unterricht machen, die wollten nicht Mathe lernen, die wollten ihre Freunde wiederfinden. Mit anderen Worten, die Schule ist inzwischen für viele der einzige soziale Ort gewesen und geworden, wo sie mit anderen gemeinsam ausprobieren können, wie Zusammenleben funktioniert. Und nebenbei wird an dem Ort auch noch Unterricht gemacht und sie lernen auch noch ein bisschen Mathe und Deutsch und Englisch und irgend so etwas. Also da merken Sie, manchmal lernt man in der Schule ganz andere Dinge. Und das, was wir so denken, was in der Schule im Mittelpunkt stehen soll, steht zumindest für die Schüler nicht so sehr im Mittelpunkt. Für die ist die Schule ein sozialer Ort. Und in dem Maße, wie in den Kommunen immer weniger solche Orte zur Verfügung stehen, in Form von Feuerwehr und Sportverein und Tanzverein und Gesangsverein und was immer das alles so sein mag, desto mehr schrumpelt sozusagen die Welt dieser Heranwachsenden auf das zusammen, was dann noch in der Schule passiert. Wenn Sie mich schon so fragen, was meine wichtigste Lernerfahrung in der Schule gewesen ist, ich bin ja noch in der Zeit groß geworden, als Schule gar nicht so wichtig war. Meine Eltern haben sich überhaupt nicht um Schule gekümmert. Die hatten ganz andere Dinge zu tun und ich bin vormittags in die Schule gegangen, haben den Ranzen dann nach der Schule in die Ecke geworfen, bin raus und am Abend waren die Eltern alle froh, wenn alle Kinder wieder daheim waren.
Und da habe ich meine wichtigsten Erfahrungen als Kind gemacht. Ich hatte aber eine Problematik in der Schule. Ich konnte mir nicht viel merken. Das hatte ich schon als Kind. Ich musste immer mit so einem Einkaufszettel. Oder meine Mutter hat es gemacht, indem sie mir immer alles aufgeschrieben hat. Und dadurch hatte ich es nicht nötig, mir wenigstens vier Dinge zu merken, wenn ich zum Einkaufen gegangen bin. Und habe immer nur diesen Zettel vorgezeigt. Und in der Schule konnte ich mir auch nicht viel merken. Und deshalb habe ich dann irgendwann, als das komplizierter wurde, gelernt, wie man Spickzettel macht. Und die ganze Integralrechnung oder die Photosynthese habe ich dann auf eine Seite komprimiert. Und dann war das natürlich viel zu groß als Spickzettel, da habe ich es noch kleiner gemacht. Und am Ende hatte ich so wie eine Streichholzschachtel, so einen großen Zettel, da stand die ganze Photosynthese drauf. Mhm. So. Und Sie ahnen, was das bedeutet. Ich konnte da natürlich nichts mehr lesen da drauf, aber ich hatte gelernt, wie es geht. Und ich hatte etwas ganz Wichtiges gelernt, wie man hochkomplexe Sachverhalte verdichtet und auf den Kern bringt. Da können Sie nicht alles aufschreiben, da müssen Sie das aufschreiben, was das wirklich Entscheidende ist. Und das ist, glaube ich, bis heute die wichtigste Qualifikation, die ich erworben habe in der Schule. Und die hat dazu geführt, dass ich das mache, was ich heute mache. Also ich kann nicht viel, aber ich kann komplizierte Sachen so auf den Punkt bringen, und dass sie auf einmal auch einfach werden. Und dass sie auch logisch klingen am Ende des Tages. Aber Sie haben eine Sache jetzt vorhin erwähnt, also für Ihre Eltern, für meine war ja, in meiner Zeit war das ja auch so, also meine Eltern haben sich für meine Schulwelt auch nicht interessiert. Also man ist in die Schule gegangen und man hat das selbst, wenn man jetzt gerade ein schlechter Schüler war und dass man die Probleme sozusagen dann auch nach Hause bringen musste, haben sie sich nicht drum gekümmert. Das hat sich aber in den letzten 2 Jahren verändert aus meiner Sicht. Das heißt, Eltern haben sich durch den Fernunterricht, durch diese Covid-Zeit intensiver mit der Thematik Schule auseinandersetzen müssen, mit dem, was Lehrer, Lehrpersonen und Lehrerinnen in der Schule machen mit ihren Kindern. Und da sind einige, und das zitiere ich, ich zitiere jetzt eine Mutter, die mir gestern geschrieben hat, mit dem Elternunterricht waren sie plötzlich konfrontiert. Und da schreibt eine Frau Magdalena, hat mir geschrieben, ich habe meinen Sohn heuer nicht mehr in die normale Schule, sondern in eine Lerngruppe, und das war die beste Entscheidung gegeben. Er wird unabhängig von dem ganzen Corona-Wahnsinn auch dort bleiben, denn seine Entwicklung ist erstaunlich. Nach kurzer Zeit hat er wieder Lust zum Lernen bekommen und ist absolut begeistert, so dass er in den Ferien am liebsten auch noch dorthin möchte. Also Lernen mit Freude funktioniert. Entwickelt sich hier etwas? Hat sich hier etwas verändert, dass Eltern jetzt auch hergehen mit dieser Erfahrung und sagen, so, wir müssen jetzt was ändern. Denn ich merke es meinem eigenen Kind, wie gerne es jetzt lernt. Das hat ja mit Schule in dem klassischen Sinne jetzt nichts zu tun, sondern wir reden hier von Elternunterricht, wir reden von Homeschooling und von solchen Modellen. Ist jetzt die Zeit gekommen, dass wir uns da damit intensiver beschäftigen müssen und auch mit der Frage, wie Sie schon vorher gesagt haben, das ist ja Ihre Materie, wie kann Lernen wirklich Spaß machen? Was müssen wir verändern, auch in der Schule, in unserem klassischen System, dass die Kinder wieder gerne lernen? Fangen wir mal mit dem an, was wir heute inzwischen über das Lernen wissen. Und da heißt die wesentliche Erkenntnis, jeder Mensch und vor allen Dingen jedes Kind lernt das gern, wofür es sich interessiert. Das heißt, und gelernt wird am Anfang des Lebens durch Ausprobieren, durch spielerisches Ausprobieren. Es wird probiert, was geht. Und das, was geht, kann man weitermachen. Was nicht geht, muss man nochmal neu versuchen. Und so wird durch Versuch und Irrtum rausgefunden, wie es funktioniert. Und das Ganze spielerisch. Und das geht ziemlich gut. Und da kann man auch sehen, wenn man Kinder bei diesem spielerischen Erkunden der Welt, also beim Lernen beobachtet, dann sieht man erstens, dass die Lernbereitschaft enorm hoch ist. Da muss keiner das Kind motivieren von außen, sondern die wollen das rausfinden, wie das da reingeht und wie man den Turm baut. Und das Zweite ist, die wollen auch nicht mittelmäßig sein. Wenn sie sich schon was vornehmen, dann immer bitte die Obergrenze dessen, was in ihren Möglichkeiten schon da geht. Und das ist diese Urform des Lernens, die da kommt der Antrieb zum Lernen aus dem Kind selbst heraus. Das hat die Schule schwer, das umzusetzen, wenn sie da 25 oder 30 Kinder in so einer Schulklasse haben.
dort wird dann häufig eine zweite Form des Lernens eingesetzt, weil Lernprozesse werden nur dann im Hirn verankert, wenn der Lernstoff emotional aufgeladen ist. Emotional aufgeladen ist, wenn es mich fasziniert. Wenn ich merke, dass ich da irgendwas rausfinde und dann was entdecke und was gestalten kann, dann ist das intrinsisch emotional aufgeladen. Wenn das nicht geht, kann es sein, dass man es emotional auflädt, indem es an die Lehrperson gebunden wird und man es der Lehrerin zuliebe lernt oder Mama und Papa zuliebe. Also dann interessiert einen eigentlich Mathe nicht, aber weil man weiß, Mama freut sich, wenn man Mathe lernt oder die Lehrerin freut sich, wenn man Deutsch lernt oder Italienisch, dann lernt man das. Da merkt man schon, ist nicht ganz sauber, weil in Wirklichkeit interessiert einen gar nicht Mathe oder Italienisch oder Deutsch, sondern es interessiert einen die Zuneigung der betreffenden Person. Also was man da in Wirklichkeit lernt, ist, wie man jemandem gefällt und wie man dessen Anerkennung findet. Und nebenbei hat man dann auch noch ein bisschen Mathe und Englisch oder irgendwas gelernt. Und die dritte Form des Lernens ist die verbreitetste und die sehen wir eben bis heute in den Schulen. Und die heißt, der Lernstoff kann auch emotional aufgeladen werden durch das in Aussicht stellen von Belohnungen oder von Bestrafungen. So, das ist das Dressurlernen. Und das wird bis heute immer noch eingesetzt. Und natürlich ist dann der Lernstoff emotional aufgeladen. Das Kind hat sozusagen entweder Angst, eine schlechte Zensur zu kriegen oder es hat das Bestreben, eine gute zu kriegen. Was die Kinder dann lernen, ist aber auch wieder nicht Mathe, sondern was man tun muss, damit man eine gute Zensur kriegt. Und zur Not gehört dazu eben auch das Einmaleins oder die Integralrechnung. Aber das wird sozusagen mitgeschluckt. Das ist nicht das, was sie wirklich interessiert. Und das macht die Sache, jetzt verstehen Sie das so problematisch, weil wir wünschen uns ja nicht Leute, die dann einfach irgendwas auswendig gelernt haben, weil sie dafür Belohnungen kriegen, sondern wir wünschen uns ja gerade jetzt im 21. Jahrhundert auch nicht mehr Leute, die den ganzen Tag das machen, was ihnen irgendjemand sagt, die also gut abgerichtet und dressiert sind, sondern wir wünschen uns im 21. Jahrhundert junge Leute, die Lust haben aufs Leben, ja, die auch Lust haben, diesen ganzen Schrott beiseite zu räumen, den wir ihnen hinterlassen, und die sich dran machen, die Ärmel hochkrempeln und mit Begeisterung drangehen, mit Freude drangehen und sich dann gemeinsam daran machen, diese Welt so zu gestalten, wie sie sie gerne haben möchten. So, das geht nicht mit Leuten, die in der Schule schon ihre Freude am Lernen verloren haben. Mhm. Und dann muss man dazu sagen, die Freude am Lernen ist dem Menschen angeboren. Die muss man nicht herstellen, die kann man nur kaputt machen. Und dann muss man noch dazu sagen, als Biologe, Lernen ist auch nicht etwas, was jetzt in der Schule stattfindet. Lernen ist noch nicht mal etwas, was wir Menschen besonders gut können. Und man braucht dazu auch kein Gehirn. Also Pflanzen können auch lernen. Selbst Einzeller können lernen. Und das weiß auch jeder in Südtirol. Auch eine Familie kann was lernen. Plötzlich ist da irgendwie in der Familie alles ein bisschen anders. Da ist ja irgendwas passiert. Aber wo ist denn jetzt das Gehirn der Familie, was das gelernt hat? Und natürlich kann auch eine ganze Gesellschaft was lernen. Unternehmen sowieso. Manchmal auch sogar die Politik. Also im Prinzip ist Lernen ein Merkmal alles Lebendigen. Egal auf welche Organisationsform das vor uns steht, aber Lernen ist sozusagen ein Grundmerkmal alles Lebendigen. Man muss sogar sagen, wenn etwas nicht mehr lernen kann, ist es tot. Und das wird dann bitter, weil das bedeutet, wenn jemand einem anderen Menschen die Freude am Lernen verdirbt, verdirbt er ihm auch die Freude am Leben. So, und jetzt komme ich zurück auf ihre Mutter, die da geschrieben hat. Was die beobachtet, ist, dass ihr Sohn jetzt plötzlich in diesem anderen Lernkontext anfängt, aus sich selbst heraus zu lernen. Und plötzlich kriegt er wieder lauter Freude und auf einmal stellt sie fest, das ist so ein toller Typ und dem geht es so gut, der ist wieder lebendig geworden. Das ist eine Art Wiederbelebung, die da stattgefunden hat, allein dadurch, dass er seine Freude am Lernen jetzt wiedergefunden hat. Und da bin ich sicher, dass das nicht vielen in der Pandemie so gegangen ist. Also es gibt zwei, das wissen ja wahrscheinlich auch alle, es gibt zwei Möglichkeiten, wie man unter diesen Lockdown-Bedingungen dann als Kind zurechtkommen kann. Entweder man
ist jemand, der sich noch, der schon seine Freude am Lernen verloren hat. Und dann lernt man auch daheim nicht. Da kann der Lehrer den ganzen Tag Online-Unterricht machen. Das interessiert den nicht. Der Schüler setzt sich da davor und macht noch ein anderes Programm oder tut so, als ob er dabei ist. Also das funktioniert überhaupt nicht. Oder aber, und das haben wir auch gesehen, es gibt Kinder, die plötzlich merken, dass sie auf einmal so viel Zeit haben und fangen an, sich für irgendwas zu interessieren. Und dann suchen die plötzlich nach Dinosauriern und nach Schmetterlingen und nach Literatur und Mathematik und naturwissenschaftlichen Erkenntnissen. Das auf einmal entdecken die Weiten des Internets mit all diesen Möglichkeiten, um dort irgendwas Neues in Erfahrung zu bringen. Und da muss man sagen, die haben jetzt endlich mal Zeit, ihrem inneren Impuls zum Lernen zu folgen. Und für die bringt aber dann der Unterricht auch nicht viel, der da von dem Lehrer gemacht wird. Der behindert die ja nur daran, dass sie jetzt selber weiter lernen können. Insofern haben wir da ein Riesenproblem gehabt. Und es ist aber auch manches in dieser Pandemie und in diesen, als Folge dieser Maßnahmen zutage getreten, was wir sonst gar nicht gesehen hätten. Ja, davon bin ich auch überzeugt, dass man wirklich jetzt die positiven Seiten auch dieser Entwicklung sehen und sieht. Und ich kann das bestätigen, was Sie gerade gesagt haben, auch in meinem persönlichen Umfeld, dass sich hier Jugendliche wirklich mit ganz neuen Themen beschäftigt haben, weil sie eben, Langeweile ist ja auch ein Kreativitätsmotivator, sage ich mal. In der Langeweile wird man kreativ. Und ich habe einige Jugendliche beobachtet, die sich wirklich neuen Themen zugewandt haben, auch ganz neu diese interpretiert haben. Und jetzt die Schwierigkeit haben in der Schule eben, dass die Schule das nicht auffängt oder hier weitermacht. Und da wäre es dasselbe Thema mit der Digitalisierung. Ich glaube, wir führen dieses Gespräch heute ja auch als Folge dieser Covid-Krise. Denn auch die Wirtschaft, die Industrie hat gemerkt, auch solche Formate werden angenommen. Ich komme ja aus dem Eventbereich, ich hätte mir ja vor 3 Jahren nie vorstellen können, einen Online-Kongress zu organisieren oder eben Gespräche so zu führen. Es hat ja auch seine Vorteile. Sie haben in einem Vortrag einmal gesagt, wir merken uns um die 5%, was ich mich erinnern kann, von dem, was wir in der Schule gelernt haben. Das ist langes Wissen, das ich abspeichern kann. 5%. Das heißt, wir lernen 95% des Stoffes umsonst in der Schule, wird gleich wieder vergessen. In meinem Fall war es Mathematik. Also wirklich, das war ein Horror für mich. Aber die Frage ist dann jetzt, wie müssen wir unser Schulsystem umbauen, dass wir einen Schritt weiterkommen? Ich habe immer das Gefühl, wir diskutieren sehr viel über diese Themen. Es gibt ja auch hier in Südtirol einmal im Jahr so einen Kongress, wo wir uns über die Zukunft der Schule Gedanken machen, auch die Lehrpersonen. Und ich muss sagen, es schauen ja viele Lehrpersonen zu. Es gibt viele, die sich bemühen, die möchten, die stecken in den Startlöchern, so scharren in den Startlöchern. Und versuchen es auch in ihrer kleinen Realität, in ihrer Klasse, in ihrem Umfeld umzusetzen. Aber das große System ist halt so schwerfällig, dass sie dann auch mir das Feedback geben, Alex, ich verzweifle daran. Und steigen zum Teil auch aus dem Beruf aus, aus diesem Lehrberuf. Also wo müssen wir jetzt ansetzen, dass wir wirklich einen Schritt weiterkommen? Ist es die Politik, die die Rahmenbedingungen vorgibt, die gesetzlichen Bedingungen? Es ist ja alles ein sehr schwerer, schwerfälliger Tanker, den wir da in der Schule haben. Ja, und deshalb finde ich es so wichtig, dass man jetzt nicht mit Aktionismus losrennt und sagt, das kann man machen und das kann man machen, sondern dass man sich das wirklich nochmal mit ein bisschen Abstand anguckt. Und mit Abstand betrachtet ging es in der Schule noch nie darum, dass Kinder und Jugendliche ihre Talente und Begabungen entfalten. Sondern die Aufgabe von Schule war, Kinder in einen Zustand zu bringen, dass die das jeweilige gesellschaftliche System, was diese Schulen geschaffen hatte und unterhalten hat, dass das stabilisiert wurde. So, also im Kaiserreich waren Schulen dazu da, dass das Kaiserreich erhalten blieb. Und das haben die dort auch alles als Unterrichtsstoff gelernt, was sie brauchten, damit der Kaiser sozusagen sicher sein konnte, dass seine Untertanen da keinen Quatsch machten. Bei den Nationalsozialisten war die Schule doch nicht da, um Talente und Begabung zu entfalten, sondern brave Nationalsozialisten hervorzubringen. Ich komme aus dieser DDR. Die Schule war doch nicht dazu da, dass jeder Schüler da Möglichkeiten bekommt, seine Talente und Begabungen zu entfalten, sondern es sollten brave DDR-Bürger entstehen, die den Sozialismus voranbringen. So,
Und ich halte das für extrem naiv, wenn wir glauben, dass jetzt in unserem gesellschaftlichen System, wenn ich es mal ein bisschen übertreibe, ist es ja eine Konsumgesellschaft, wo die gesamte, wo alles davon abhängt, ob das Bruttosozialprodukt stimmt und wo unsere, dass unsere Wirtschaft weiter wachsen kann. Also das muss ja stabilisiert werden. Und damit das stabilisiert werden kann, braucht unsere Gesellschaft möglichst viele gute Kunden, die das alles kaufen wollen, was da angeboten wird. Und einer der, und damit es möglichst viele gibt, die bereit sind, sich alles Mögliche zu kaufen, obwohl sie es möglicherweise gar nicht brauchen und die sich auch alles Mögliche aufschwatzen lassen, wie das ja in den Werbesendungen da die ganze Zeit versucht wird. Damit das alles überhaupt funktioniert, müssen ja Menschen also aus der Schule kommen und nicht so richtig wissen, wo es lang geht. Und eigentlich eher das Bedürfnis, also mit ungestillten Bedürfnissen irgendwie unglücklich, halb unzufrieden müssen die rauskommen, damit sie sich endlich da draußen was gönnen können, damit es ihnen besser geht. Und davon lebt unsere Gesellschaft. Also brauchen wir für die Aufrechterhaltung unseres gegenwärtigen Wirtschaftssystems Schulen, die so sind, wie unsere sind. Und das sage ich nur deshalb, damit wir endlich mal verstehen, dass wir hier über etwas reden, was viel, viel tiefer geht. Wenn wir die Schule wirklich verändern wollen, müssen wir die Art des Zusammenlebens in dieser Gesellschaft verändern. Schule kann man nicht verändern, ohne dass man Gesellschaft verändert. Und das ist der Grund, weshalb Gesellschaft in Form der bisher herrschenden Strukturen dafür sorgt, dass Schule so bleibt, wie sie ist. Sonst bricht ja alles zusammen. So, das wäre der eine Aspekt. Jetzt gibt's noch einen zweiten, der ist genauso schlimm. Der betrifft Sie jetzt als Politiker noch mehr. Ich habe ja ganz viele Politiker gefunden, die haben gesagt, Menschenskinder, ich würde das so gerne anders machen. Ich würde gerne die Zensuren abschaffen. Ich würde die Lehrpläne gerne abschaffen. Und ich würde die Schulpflicht in Deutschland, da haben wir ja auch noch eine Schulanwesenheitspflicht, das würde ich gerne abschaffen. Und dann brauche ich ja gar nicht noch lange zu fragen, warum er das nicht macht. Ich weiß es ja schon. Sobald er das verkündet, ist er innerhalb von einer Woche abgewählt. Die Mehrheit des deutschen Wahlvolkes, ich weiß nicht, wie es in Südtirol aussieht, aber die Mehrheit des deutschen Wahlvolkes ist ja über 50, kommt aus einer Zeit, wo sie gar keine anderen Schulen als die kennen, die es damals gab. Und die sind alle der festen Überzeugung, dass Lernen etwas Furchtbares ist, wozu man gezwungen werden muss. Und genauso wie Arbeit auch etwas ist, was man muss. Dass ein Kind ins Leben hineinwächst und von sich aus gerne lernt, ist dieser Mehrheit der Bevölkerung gar nicht erklärbar. Das verstehen die nicht. Und deshalb rufen die, wenn jetzt ein Politiker sagt, aber die wollen doch von alleine lernen, ich brauche doch gar keine Zensuren, denn das glauben die nicht. Und deshalb rufen die weg den Politiker, lieber einen anderen her, der die Zensuren wieder einführt. Und deshalb kriegen sie auch als Politiker nichts hin. Und jetzt sind wir dort, wo wir hin müssen. Die einzigen, die dieses Schulsystem ändern könnten, sind die Eltern. Das wären die Richtigen, wenn die langsam mal zur Besinnung kämen. Wenn die mal endlich verstünden, was sie da für einen Schatz haben in Form ihrer Kinder. Und dass es nicht darauf ankommen kann, dass diese Kinder nach ihren Vorstellungen so zurechtgebogen werden, wie sie sich das wünschen. In einem Prozess, den wir dann Erziehung und dann später Bildung nennen. In Südtirol habe ich von den Obstbauern gelernt, wie das heißt, wenn man die kleinen Obstbäumchen dann an die Drähte bindet, damit die möglichst viel Ertrag bringen. Kennen Sie da an der Autobahn, wenn man ineinander fährt. So. Und der Terminus technicus, also der Fachausdruck für das, was die da machen, für das Festbinden der Äste an den Drähten, der heißt Erziehung. Mhm. Da fällt es einem ein bisschen die Schuppen von den Augen, was wir da eigentlich treiben. Und dann gibt's noch Äste, die lassen sich nicht festbinden. Da haben die nochmal einen extra Ausdruck dafür. Dann machen sie einen Erziehungsschnitt, werden die abgeschnitten. Das ist so, als ob wir hier Kinder anfangen, weil sie nicht richtig reinpassen in unser Bildungs- und Erziehungssystem, dann geben wir denen Ritalin. Das ist der Erziehungs-, das ist dann das Mittel, mit dem wir sie so machen, wie wir sie haben wollen. Und das ist alles krank. Das ist alles schwierig. Und ich freue mich darauf, dass wir endlich aufwachen und dass Eltern sich zusammenschließen, gemeinsam mit den Lehrern, Ortsbündnisse gründen und diese Ortsbündnisse
in die Schule gehen und sagen, hey, wir sind das Ortsbündnis von Klein siehst du nicht. Und wir möchten, dass in unserer Schule hier vor Ort kein einziges Kind mehr seine Freude am Lernen verliert. Das wäre doch ein tolles Anliegen. Und dann sagen die und fragen die das Lehrpersonal und die Verantwortlichen, wie können wir ihnen dabei helfen, dass wir das hinkriegen? Kein einziges Kind in dieser Schule darf zukünftig noch seine ihm angeborene Freude am Lernen verlieren. Also, was können wir machen? So, und dann kommt man ins Handeln. Und dann führt es auch dazu, dass Eltern wieder das Gefühl haben, dass sie was bewirken können, dass sie den Prozess wirklich gestalten können. Und sie haben alle ein gemeinsames Anliegen. Es kommen nicht die einen und sagen, es soll mehr Unterricht gemacht werden und die anderen sagen, es soll mehr Gruppenunterricht gemacht werden. Die anderen sagen, es soll lieber von vorn oder von hinten unterrichtet werden und lieber 13 Jahre oder 12. Das ist doch ein einziges Durcheinander. Und so kriegt man gar nichts gemeinsam gebacken. Und deshalb muss man sich mal irgendwann fragen, was ist denn das Allerwichtigste, was die Kinder in der Schule brauchen, damit sie sich entfalten können. Und das ist nicht Wissen, sondern das ist Freude am Lernen. Das brauchen sie. Wenn das einer hat und mit 16 noch so wie mit 3, das ist für den Klacks, sich innerhalb von einem Jahr das gesamte Englisch so beizubringen und so gut Englisch zu lernen, dass das keiner mehr merkt, dass der aus Südtirol kommt. Da legen Sie jetzt Ihren Finger in eine Wunde, wenn es um die Sprachen geht in Südtirol. Wir sind ja ein dreisprachiges Land und wir haben drei Schulsysteme. Wir haben eine deutsche, italienische und ladinische Schule mit jeweils einem eigenen Landesrat, mit der eigenen Verwaltung dahinter. Und da sprechen Sie jetzt etwas an, das auch viele Eltern umtreibt und auch viele Eltern beschäftigt, gerade eben diese Mehrsprachigkeit, gerade eben diese im Prinzip dann der Unfähigkeit mit 18, 19 Jahren die zweite, dritte Sprache gut zu sprechen. Ich sage ja immer sehr provokant, das Hochdeutsche ist für uns Südtiroler, für viele Südtiroler ja schon die erste Fremdsprache. Also wir sind im tiefsten Dialekt manchmal beheimatet und tun uns dann in der Hochsprache schon schwer, geschweige dann in der Zweitsprache, Drittsprache und manchmal das Englische noch besser als die Zweitsprache Italienisch oder bei den Italienern das Deutsche. Wie sehen Sie hier auch die Entwicklung in Zukunft, was die Sprachen betrifft? Was weiß man hier aus der Hirnforschung? Weil ich erlebe hier wirklich für mich auch kuriose und manchmal beängstigende Diskussionen, wo dann gesagt wird, also wenn ein Kind eine zweite Sprache lernen muss, da haben wir schon wieder das Muss, verlernt es die erste Sprache, die Muttersprache. Also wir sind in der Bildung noch, in der Ausbildung bei solchen Diskussionen, wodurch die Wissenschaft auch längst schon bewiesen hat, wie schnell man Sprachen lernen kann, wie leicht man auch Sprachen lernen kann, wenn man es richtig macht. Und da fühle ich mich manchmal etwas so wie im falschen Film oder auf dem falschen Planet. Eine Chance für unsere Kinder, die wir tagtäglich liegen lassen. Ja, es gibt eine Grundregel, die auch die Psychologen an vielen Beispielen dann belegt haben. Kinder sind keine Zahnpastatuben und je mehr man drauf rumdrückt und sie zwingen will, dass mehr rauskommt, desto weniger kommt raus. Also machen Sie so weiter, zwingen Sie die Kinder, diese Sprachen alle zu erlernen und Sie können sicher sein, das wird nichts. So, also was müssten Sie, das kann ich aus eigener Erfahrung sprechen, ich habe ungefähr 10 Jahre Russisch lernen müssen, als ich noch in der DDR war. 10 Jahre haben die mich mit Russisch gequält. Und dann war ich mit meiner Frau mal in St. Petersburg und es hat nicht mal gereicht, um irgendwas zu bestellen. Null. Es ist nichts hängen geblieben. Es ist alles umsonst gewesen. Warum? Weil keiner gekommen ist und mir den Zauber der russischen Sprache nahegebracht hat. Es ist bei Ihnen das Gleiche. Ich kann doch nur eine Sprache lernen, wenn ich mich in diese andere Sprache auch ein bisschen verliebe. Also, und wenn es nicht die andere Sprache ist, dann vielleicht eine Frau, die diese andere Sprache spricht, dann geht das ja auch. Oder weil ich die Menschen mag, die diese andere Sprache sprechen. Und dann will ich auch mit denen kommunizieren und dann lerne ich die Sprache. Das heißt, man muss nicht durch Druck arbeiten, sondern man müsste mit Anziehungskraft arbeiten. Attraktion, das muss die Kinder anziehen. Die müssen zu ihnen kommen, müssen sagen, Papa, wie schnell, ich möchte ganz schnell jetzt Italienisch lernen. Weil, so, und dann kommt irgendwas Großartiges, weil sie, was weiß ich, Leonardo da Vinci im Original lesen wollen oder
was immer das sein mag. Und da sind wir als Eltern eben furchtbar schlecht, weil wir haben das nicht gelernt. Wir denken immer, damit man Fremdsprache lernt, muss man das didaktisch ordentlich vorbereiten und muss dann die Kinder regelmäßig diese Vokabeln lernen lassen und dann immer wieder prüfen, ob sie das auch gemacht haben. Und dann muss man die nächste Lektion durchnehmen. Und so verbringen wir Jahre damit, den Kindern eine Sprache beibringen zu wollen. Und wenn man mal so ein Kind beobachtet, das aus sich heraus eine andere Sprache lernen will, ich habe gerade so ein Beispiel von so einem Sechsjährigen, der jetzt angefangen hat, aus Interesse Japanisch zu lernen, dann merkt man plötzlich, das geht sowas von affenartig schnell. Und das Schlimme ist aber, da braucht man nicht unbedingt ausgebildete Pädagogen dazu. Also das ist dann ein bisschen furchtbar. Das weiß ich auch nicht, wie man das Problem lösen soll. Oder diese Pädagogen müssten ganz anders ausgebildet sein. Die dürften nicht so sehr ausgebildet sein, wie man das macht, sondern die müssten eher ausgebildet sein, wie man Kinder dahin bringt, dass sie sich in das, was man ihnen gerne unterrichten möchte, verlieben. Das heißt, Sie haben es ja gesagt, ich war in dieses Lebendige, in die Vielfalt des Lebendigen verliebt. Deshalb bin ich Biologe geworden und das ist mir überhaupt nicht schwer gefallen. Ich habe sogar viele Dinge gelernt, die ich normalerweise gar nicht gelernt hätte, weil ich wusste, wenn ich nicht ein ordentliches Abitur habe, kann ich gar nicht Biologie studieren. Das habe ich alles durchgehalten und das hat mir alles Freude gemacht. So, und das ist in unserem gegenwärtigen Bildungssystem nicht vorhanden. Wir haben ein Bildungssystem, dessen Kurs ist im vorigen Jahrhundert eingestellt worden, in Klammern. Das war ja auch das Jahrhundert, wo die Menschen so gut wie möglich funktionieren sollten. Ich nenne das immer das Maschinenzeitalter. Und wenn da einer sozusagen, und es war wichtig, dass die Leute das gemacht haben, was vorgeschrieben war. Und wenn das den ganzen Tag dieser Hebel war, den sie dazu bedienen hatten, und darauf sind die vorbereitet worden. Und das sind die Lehrpläne, die bis heute noch mehr oder weniger gelten, diese Lehrpläne aus dem, die im Maschinenzeitalter entstanden sind und auch die Vorstellung, wie Lernen funktioniert, rein mechanistisch, nichts von dem, was in den letzten 20 Jahren an neuen Erkenntnissen dazugekommen ist. Es wird immer noch in der Pädagogik endlos lange erklärt, wie die Pavlovsche Konditionierung funktioniert, also genau dieses Dressur- und Abrichtungslernen. Und wenn es dann an dem Punkt kommt, dass man fragt, ja, und was könnt ihr denn tun, damit ein Kind seine Freude am Lernen zurückgewinnt, wenn sie schon aus irgendwelchen ungünstigen Gründen verloren gegangen ist, dann ist Ebbe. Dann kommen irgendwelche Vorschläge. Ja, das könnte man mal versuchen und jenes könnte man versuchen. Ja, manchmal funktioniert es, manchmal funktioniert es nicht. Wir wissen nicht, wie es geht. Wir sind richtig gut in der Umsetzung von irgendwas, aber wir sind nicht gut darin, Menschen dazu zu bringen, dass sie das, was wir umsetzen wollen, überhaupt wollen. Und dann kann man es vergessen, dann wird es nichts. Jetzt hat jemand das Eis gebrochen. Wir sind mit der ersten Frage konfrontiert und die leite ich jetzt auch gleich weiter. Mit der Feststellung, in der Schule wäre viel möglich. Also über die Möglichkeiten haben wir ja schon gesprochen. Logisch, man muss es dann irgendwann starten und auch wollen, alle Beteiligten. Ich komme nachher dann noch zu den Pädagoginnen und Pädagogen zu sprechen. Also die Rolle der Lehrer, Lehrerinnen, die müssen wir noch etwas genauer anschauen. Sie schreibt dann oder er schreibt dann weiter an Herr Kofler oder Frau Kofler. Am Ende steht halt immer die Matura. Das war das Abitur bei euch in Deutschland. Wie könnte man mit Leistungsüberprüfungen umgehen? Ist die italienische Zentralmatura, also die Zentralmatura wie in anderen Ländern auch noch zeitgemäß? Also wie kann man Leistung am Ende bewerten? Das muss man ja irgendwann einordnen. Aber Sie haben auch irgendwo gesagt, wir lernen im Prinzip nur für diese Leistungsüberprüfung am Ende. Das ist ja auch das Grundproblem. Das ist das Grundproblem, weil sich im Grunde genommen alles, was in der Schule gemacht wird, darauf ausrichtet, dass man da am Ende diese Prüfungen absolviert. Und das ist Druck. Und dafür wird das dann alles so umgesetzt. Und jetzt gibt es aber zwei Aspekte, die man sich angucken kann. Der eine, den sehen wir im Augenblick in Deutschland. Es sind immer mehr Unternehmen und zum Teil auch die ersten Universitäten, die festgestellt haben, dass man mit diesen Zeugnissen nichts anfangen kann. Die sagen nichts darüber. Also eine Matura mit 0,9 oder was wir da alle so für sonderbare Bewertungen am Ende haben, also eine extrem gute Matura, sagt nicht, ob diese betreffende Person mal ein guter Mediziner wird.
So, und deshalb wird es in Zukunft so sein und kommen müssen, dass die weiterführenden Ausbildungseinrichtungen, dass die endlich aufhören, sich nach den Zensuren zu richten, sondern gefälligst diese Aufgabe, sich die richtigen Leute zu suchen, selbst übernehmen. Nach ihren eigenen Kriterien. Eine Universität muss die Möglichkeit haben, ihre Medizinstudenten für die 300 Plätze, die sie haben, selber auszusuchen. Und das, da werden die eingeladen und da kann eben auch einer, der da möglicherweise Matura mit 3 gemacht hat, durchkommen, weil deutlich wird, das wird ein richtig guter Mediziner, weil der unbedingt Mediziner werden will. Und ich habe viele Jahre in der Medizin als Hochschulprofessor gearbeitet und ich habe immer wieder auch die Medizinstudenten gefragt, warum wollt ihr eigentlich Medizin studieren? Ich habe meine grauen Haare daher. Ja? Weil Papa auch Mediziner ist, weil das doch so ein schöner Beruf ist. Ja? Also es ging um Ansehen, um Anerkennung, um Fortsetzung einer Familientradition, um Geld und Einkünfte und weiß der Kuckuck was nicht alles. Und da ist von 10 in einer dabei gewesen, der gesagt hat, ich möchte gerne kranken Menschen helfen. Und da weiß ich genau, der hat das Medizinstudium nicht durchgehalten. Der ist dann Heilpraktiker geworden. Das ist nicht in Ordnung. Also hier machen wir etwas scheinbar, weil es gerecht ist. Aber es ist nicht gerecht, weil es wird den unterschiedlichen Anlagen und Begabungen der Kinder und Jugendlichen nicht gerecht. So. Und da kann man ansetzen an der Stelle, dass man sagt, da sollen sich doch bitte gefälligst die weiterführenden Bildungseinrichtungen selbst darum kümmern, wen sie da nehmen und wen sie nicht nehmen und das nicht auf die Schulen abschieben. Und dann hätten wir eine andere Situation. Und dann gehe ich davon aus, dass in Zukunft diese Abschlusszeugnisse keine große Rolle mehr spielen. Das wird immer unbedeutender, weil sie einfach nichts sagen über das, was diese Person kann und was sie nicht kann. Da stammt ein gutes Zitat von Ihnen. Ein guter Schulabschluss ist kein Indikator für Intelligenz, sondern von guter Anpassungsfähigkeit. Ja, das ist ein bisschen überspitzt, aber das stimmt doch auch. Es gibt, das können wir jetzt auch mal an der Stelle sagen, es gibt junge Menschen, die sehr schnell verstehen, worauf das in der Schule ankommt und was man machen muss, damit man die richtigen, optimalen Zensuren kriegt. Das ist im Gegensatz, ich weiß nicht, wie es in Südtirol ist, das können Mädchen besser als Jungs. Deshalb kommen die Mädchen auch besser hinten raus mit besseren Durchschnittszensuren. Deshalb kriegen die auch die begehrten Studienplätze. Wir haben ja in manchen begehrten Studienfächern wie Psychologie oder Medizin, da haben wir ja weit über 2/3 weibliche Studierende. Ist das in Ordnung? Da muss man ja sagen, da werden ja die Jungs benachteiligt, weil die noch auf etwas anderes Wert legen, als nur gute Zensuren zu kriegen. Weil sie vielleicht diese Anpassungsfähigkeit nicht aufbringen wollen, weil das vielleicht weiter noch sowas wie Eigensinn da ist. Und dann wäre es ja auch gut, wenn man sagen würde, ist denn nicht Eigensinn ein großer Wert? Sind nicht eigensinnige Menschen viel wichtiger für den Fortbestand einer Gesellschaft als lauter Leute, die sich immer nur an die Maßstäbe und die Erwartungen anderer anpassen? Das sind doch alles spannende Fragen. Damit beschäftigen wir uns überhaupt nicht. Absolut, ich habe es einmal gesagt, also im Prinzip haben Spinner die Welt entdeckt. Das sind die Menschenwesen, von denen wir immer gesagt haben, bist ein Spinner, ja. Und fahr ja nicht weit hinaus aufs Meer und dann haben wir Amerika entdeckt, sowas in der Richtung kann ich mir bei diesen Menschen vorstellen. Und in der Tat war es auch bei mir so, ich habe in meiner Oberschulzeit, also in der Oberstufe, am Ende aller Semester eine 10 in Betragen bekommen aus dem letzten Jahr. Warum? Weil ich plötzlich Kritik geübt habe, weil ich nicht mehr so ganz funktioniert habe. Ich habe dann statt einer 10 halt eine 9 bekommen, immer noch eine gute Note. Aber deswegen bin ich heute mehr denn je überzeugt, dass man auch kritische Schüler zulassen müssen, immer mehr auch suchen müssen. Ich war ja selbst viele, viele Jahre als Experte sozusagen in der Schule draußen, habe mit Schülern gearbeitet und mir waren immer die am liebsten, die mir auch Kontra gegeben haben, die mich auch kritisch hinterfragt haben, die Rückmeldungen gegeben haben, von denen ich auch optisch schon gesehen habe, die passen da irgendwie jetzt gerade nicht rein. Aber von denen habe ich am meisten auch lernen können, an jenen Schülern, an denen ich mich habe reiben können.
Ja. Und ich weiß es von vielen Lehrern, und da muss ich jetzt echt eine Lanze brechen, und dann kommen wir auch schon zu den Pädagoginnen und Pädagogen, für die Lehrer und Lehrerinnen. Ich weiß, es sind viele draußen, die sich bemühen, die sich wirklich in ihrem Kleinen bemühen, Dinge auch zu verändern, auch in Direktionsebene. Wir haben ja die Autonomie der Schulen, und die lässt ja einiges auch zu, aber halt in manchen Fällen zu wenig. Und da muss ich echt die Lanze für die Pädagoginnen und Pädagogen brechen. Und da bin ich jetzt schon beim Thema. Wie müssen diese Leute sein? Sie sagen ja auch, Kinder brauchen Vorbilder. Und wenn wir Eltern sollten Vorbilder sein, draußen die Gesellschaft, da brauchen wir Vorbilder. Wann wird ein Lehrer für Sie zum Vorbild, für einen Schüler? Wann ist er ein Motivator für einen Schüler, eine Lehrerin? Das kann ich Ihnen ganz eindeutig beantworten. Und das ist so einfach. Ein Lehrer ist dann sofort Vorbild und wird zu einem hochattraktiven Menschen, dem Kinder und Jugendliche auch sehr gerne folgen, wenn das eine Person ist, die andere Menschen nicht zu Objekten macht. Also wenn es einem Lehrer gelingen sollte, seine Schüler nicht zum Objekt seiner Erwartungen und Vorstellungen zu machen, auch nicht seiner Belehrungen und seiner Bewertungen und auch nicht seiner Maßnahmen und seiner Anordnungen, wenn es einem Lehrer gelingen sollte, dass er das alles nicht macht, dann begegnet dieser Lehrer diesem Schüler als Subjekt. Und dann findet etwas statt, was in diesen Beziehungen gar nicht stattfinden kann, wo hier oben der Lehrer ist und da unten der Schüler. Das ist ja sozusagen ein Missverhältnis. Die kommen, wie wir das im Deutschen sagen, gar nicht in Augenhöhe miteinander in Kontakt, sondern das geht immer nur von oben nach unten. Und deshalb braucht es diese Chance, die der Lehrer dem Schüler gibt, dass der Schüler merkt, hey, der traut mir was zu, der nimmt mich so, wie ich bin, der hat Interesse an mir, der will versuchen, mir was zu zeigen, was ich bisher noch nicht verstanden habe. Und diese wenig, also das gibt immer wieder solche Lehrer, das sind sozusagen die begnadeten Pädagogen. Und jeder, der in der Schule war, auch in meinem Alter, der kann sich an solche Lehrer erinnern, die er wirklich tief in seiner Erinnerung abgespeichert hat. Und wenn er dann fragt, was war das Besondere bei diesem Lehrer? Wow, der hat einen ernst genommen, der hatte Interesse selbst an dem, was er da getan hat. Der hat auch Schüler gemocht auf irgendeine Art und Weise. Und deshalb hat man sich bei dem wohlgefühlt. Und ja, er hat einem auch gezeigt, wie Mathe geht. Und er hat vor allen Dingen keinen Schüler beschämt. Er hat den Schülern geholfen, es selbst verstehen zu wollen, anstatt sie zu belehren und zu bewerten. So einfach ist das. So. Ja, da habe ich jetzt vor kurzem ein interessantes Video gesehen. Ich glaube, auf YouTube war es. Da gibt es jetzt in Amerika einen Lehrer, der rappt den Stoff, der unterrichtet Physik. Und diese Videos gehen gerade viral. Und da bleibt auch viel hängen. Nur natürlich, jetzt fragen sich draußen Lehrerinnen und Lehrer, so, muss ich jetzt mit dem Rappen beginnen? Muss ich jetzt eine Show abziehen? Es ist, ich kann mir schon vorstellen, auch für einen Pädagogen, Pädagogin nicht leicht. Wirklich nicht leicht aus diesem System heraus, dass dann doch wieder auch sehr viel Bürokratie zum Beispiel, die hemmt, Dinge nicht zulässt, Ausflüge nicht zulässt. Da geht es dann um Versicherungsfragen. Das Gesamte, Sie haben vorhin gesagt, die Gesellschaft muss sich verändern. Also wir müssen uns wahrscheinlich auch als Gesellschaft mit diesen Themen, wenn es um solche Themen geht, verändern, dass wir mehr zulassen, dass wir auch Kinder wieder auf Bäume raufsteigen lassen können. Weil wie will ich einem Kind das dabei bringen? Und das sind eben diese neuen Lernorte. Ich als Beispiel den Waldkindergarten. Ich habe mich jetzt etwas intensiver mit dieser Thematik in den letzten Monaten beschäftigt. Waldkindergarten, also ich würde sofort mein Kind in einen Waldkindergarten einschreiben. Aber ich merke auch, solche Systeme, solche Achten sind nicht gewünscht, sind von der Politik nicht gewünscht, sind auch von Teilen der Gesellschaft noch nicht gewünscht. Aber viele Eltern und immer mehr sagen, aber das wünsche ich doch mir für mein Kind. So einen Kindergarten oder dann einen mehrsprachigen Kindergarten, eine mehrsprachige Schule, wo sie automatisch spielerisch 2, 3 Sprachen lernen. Ich habe mich mit der europäischen Schule zum Beispiel beschäftigt. Die hat dieses mehrsprachige Modell vom Kindergarten bis zum Abitur bis zur Matura. Warum bekommen wir diese Wünsche, diese Erwartungen an Schule nicht zusammen mit der Realität? Weil wir immer erwarten, dass es jemand anders für uns macht.
die Politiker sollen die Waldkindergärten aufbauen. Ich wohne hier in der Gegend, wir haben, allein in unserer Kleinstadt haben wir, glaube ich, 3 oder 4 Waldkindergärten. Die sind aber von den Bürgern initiiert worden. Und dann hat die Politik verstanden, dass ein Waldkindergarten viel billiger ist als ein normaler Kindergarten. Und dann haben sie noch 2 weitere Waldkindergärten dazugestellt. So, und die Kinder, die aus diesen Waldkindergärten kommen, die sind nicht nur abgehärteter und die müssen ja auch nicht draußen bleiben, sondern die wollen raus. Es gibt nichts Schöneres, als draußen in der Natur bei jeder Jahreszeit gemeinsam mit anderen zu entdecken und zu erforschen, was es da alles zu entdecken und zu erforschen gibt. Das ist was anderes, als wenn man in einem normalen Kindergarten irgendwelches fertiges Spielzeug im Spielzimmer hat. Da kann man ja immer nur das spielen, wofür das Spielzeug gemacht ist. Aber im Waldkindergarten, da ist ja alles anders. Da ist ja jedes Blatt plötzlich ein Baustein für eine Konstruktion. Und da kommt dann auch etwas Wunderbares zum Tragen. Und ich glaube, das ist etwas, was ganz besonders interessant ist. Im Waldkindergarten braucht man sich nicht darum zu streiten, wer das größte Auto kriegt und wer die schönste Puppe kriegt. Stöcke gibt's genug, Blätter gibt's genug. Dieser ganze bescheuerte Wettbewerb um begrenzte Ressourcen, der findet nur dort statt, wo wir Erwachsenen den Kindern in größeren Gruppen auch nur begrenzte Ressourcen anbieten. Da muss man fragen, wollen wir das? Machen wir das absichtlich, damit die lernen, wie sie sich sozusagen das größte Auto im Sandkasten gegenüber den anderen sozusagen beschaffen? Das ist alles, das wird auf einmal so interessant, wenn man in diese Details geht. Und noch ein Wort zu diesen wunderbaren Lehrern und Lehrerinnen, die sich da so eine riesen Mühe geben. Die sind, Sie haben es ja gesagt, ja auch nur Objekte. Die werden ja, die können sich überhaupt nicht frei bewegen. Die haben vielleicht großartige Ideen, die würden ganz anderen Unterricht machen. Und dann hängen die unter der Knute dieser Aufsichtsbehörden und dieser Bildungsbehörden. Und ja, was sollen sie denn machen? Das ist, die können sich auch nicht entfalten. Und was man, also hirntechnisch kann ich Ihnen sagen, was da passiert, wenn man unter solchen Bedingungen längere Zeit aushalten muss, wo man etwas möchte und es geht nicht, dann unterdrückt man im Hirn den Wunsch, es zu wollen. So, und dabei wachsen hemmende Verschaltungen über diese Bereiche, die da ursprünglich, als man Lehrer werden wollte, dafür verantwortlich waren, dass man etwas wollte. Und dann ist man ein braver Pflichterfüller. Dann tut man das, was einem gesagt wird, und man kriegt noch nicht mal mehr einen inneren Impuls zu sagen, nee, das geht jetzt aber wirklich zu weit. Nein, man erfüllt auch dies noch. Und das ist aber nicht Schuld der Lehrer, sondern das ist Schuld dieses gesellschaftlichen Habitus, in dem wir uns gegenseitig zum Objekt machen. Und das haben wir aus Vorzeiten übernommen. Das kommt aus den Zeitaltern, wo Hierarchien, autoritäre Herrschaftshierarchien gang und gäbe waren. Und da musste natürlich der Untergebene machen, was der Vorgesetzte gesagt hat. Jetzt haben wir Demokratie und haben immer noch dieselben hierarchischen Ordnungsstrukturen. Also wir sind noch nicht dort angekommen, wo wir hinkommen könnten. Da fällt mir der Spruch vom heiligen Augustinus ein. Es muss in dir brennen, was du den anderen entzünden willst. Und dieses Feuer wird immer kleiner. Auch bei jenen, die mit sehr viel, glaube ich, auch Enthusiasmus in ihrem Beruf starten. Ich beschäftige mich gerade mit einigen Fragen, die reingekommen sind. Und Sie haben das Gehirn angesprochen, was mit dem Gehirn passiert. Er fragt, wo haben wir die Frage? Also da die Frau Lissi, welche Veränderungen der Gehirne haben Sie im Laufe der Jahre in Ihren Forschungen festgestellt? Welche Auswirkungen gibt es? Also einmal haben Sie jetzt das schon erklärt bei den Erwachsenen, aber auch bei den Kindern. Wie hat sich das Gehirn unserer Kinder verändert? Also zunächst ist die große Entdeckung der Neurobiologie, dass im kindlichen Hirn viel mehr Verschaltungen angelegt sind, sogar schon vorgeburtlich, als man tatsächlich braucht, wenn man zum Beispiel in Südtirol oder in Hessen, wo ich jetzt wohne, groß wird. Mit diesen vielen Verschaltungen könnte man sich an jedem Ort dieser Welt, wo es Erwachsene gibt, die dort leben, auch zurechtfinden. So, wenn Sie aber in Südtirol groß werden, in dieser Familie, in diesem Dorf, dann kriegen Sie eben ein Hirn, was dann genau zu dieser Familie und Südtirol in diesem Dorf passt, mehr oder weniger.
Das heißt, die Hirnstruktur wird nicht durch irgendwelche genetischen Programme festgelegt, sondern die bildet sich unterwegs heraus anhand der Erfahrungen, die Kinder so machen. Im Leben, mit sich selbst, beim Ausprobieren und vor allen Dingen in der Beziehung mit anderen. Und das Wichtigste, was im Hirn verankert werden, sind immer die Lösungen, die das Kind findet, nicht die Probleme. Und deshalb ist es zum Beispiel eine Lösung, wenn ein Kind seiner ihm angeborenen Entdeckerfreude nicht nachgehen kann, weil es dauernd gesagt kriegt, was es zu lernen hat und was es zu tun und zu lassen hat, dann heißt die Lösung, dann muss ich meine eigene Entdeckerfreude unterbinden. Das heißt, das Kind als Lösung wird aktiv seine Entdeckerfreude unterdrücken, mit dem Ergebnis, dass da hemmende Verschaltungen über diesen Bereich wachsen, wo die Entdeckerfreude ist. Und dann ist sie weg. Und dann sitzt das Kind in der Schule und kann alles das machen, was der Lehrer sagt, weil es meldet sich kein Impuls mehr, der dann nach oben kommt. Und wenn das so ist und wir das ernst nehmen, dann heißt es, dass das Gehirn von Kindern sich immer ändert, wenn sich in der Gesellschaft und in der Art und Weise, wie wir unterwegs sind und was die für Erfahrungen machen, etwas ändert. Kinder, die in einem Waldkindergarten groß werden, haben natürlich und kriegen auch ein ganz anderes Hirn als die, die in einem anderen Kindergarten groß werden. Das hat nichts mit besser oder schlechter zu tun, sondern anders. Und ein Aspekt, der besonders gut und eindringlich veranschaulicht, wie anpassungsfähig das Hirn ist in seiner Struktur an das, was Kinder oder Jugendliche dann so Tag ein, Tag aus mit großer Begeisterung machen. Es ist zu der Zeit, als damals die Smartphones eingeführt worden sind, das hießen ja am Anfang noch Handys und da hat man dann so da mit dem Daumen da drauf rumgetippt und meist nur mit dem Daumen. Und da hat man dann nach den ersten 5, 6 Jahren, wo das Jugendliche 5 Jahre lang so gemacht hatten, geguckt und hat geguckt, wie groß die Repräsentanz im Hirn ist für den Daumen. Die ist bei uns beiden so, was weiß ich, vielleicht so walnussgroß. Die war bei den Kindern, die so lange schon so gut mit dem Daumen unterwegs waren, um diese Handyapparaturen zu bedienen, die war da doppelt bis dreimal so groß geworden. Das heißt, das sind dann Kinder, die eine besondere Begabung haben für die Nutzung ihres Daumens. Nun kann man sagen, ist ja auch schön, aber dann müssen wir als Erwachsene uns fragen, ist es denn das, worauf es im Leben wirklich ankommt? Ja, weil es gibt ja noch viele andere Hirnregionen, die vielleicht auch noch gut entwickelt sein sollten und nicht nur der Daumen. Sie haben das Handy jetzt angesprochen. Stichwort Digitalisierung. Segen oder Fluch für die Bildungswelt? Weil unsere Kinder wachsen in dieser Welt auf mit dem Handy. Deshalb machen wir ganz kurz auf alle Fälle Segen, wie jedes Werkzeug, was wir als Menschen erfunden haben. Also immer dann, und das ist menschheitsgeschichtlich ja durchgängig, wir versuchen ja immer etwas zu finden, was es uns möglich macht, Dinge zu tun, die wir sonst nicht könnten. Und das sind die Werkzeuge, die wir erfunden haben. Mit Hilfe dieser Werkzeuge können wir ein Werk vollbringen, was ohne das Werkzeug furchtbar kompliziert und aufwendig wäre und manchmal gar nicht geht. Und solange digitale Geräte in dieser Weise als Werkzeuge benutzt werden, um ein Werk zu vollbringen, gibt es nichts dagegen zu sagen. Alles gut. Da wird man auch nicht von abhängig. Aber die digitalen Geräte sind auch die ersten Werkzeuge, die wir erfunden haben, die man benutzen kann, um unangenehme Gefühle loszuwerden, ungestillte Bedürfnisse zu stillen, um Affekte zu regulieren. Ich frage häufig Jungs, wann spielt ihr denn eigentlich hier World of Warcraft und wie das alles so heißt, wo so richtig geballert wird? Und dann sagen, das müssen sie erst mal 2 Stunden spielen, wenn sie aus der Schule kommen, weil sie so eine Wut haben. Die muss erst mal irgendwo hin. Und das ist die Nutzung der digitalen Medien als Instrument zur Affektregulation. Und da muss man sagen, hochgefährlich. Hochgefährlich, weil Kinder selber lernen müssen. Und zwar nicht durch Abarbeiten an einem digitalen Gerät, sondern in der realen Welt. Wie sie mit solchen emotionalen Zuständen wie Wut und Frust und Zorn und was es da noch alles gibt, zurechtkommen. Und wenn die das an so einem Gerät abarbeiten, dann können die das ja überhaupt nicht lernen. So, das heißt, dann werden das inkompetente Menschen.
die auch wahrscheinlich das ganze Leben lang nicht in der Lage sind, ihre Affekte zu kontrollieren. Habe ich regelrecht Angst davor. Das ist aber eine interessante Frage, weil im Zusammenhang mit Facebook zum Beispiel gibt es das Facebook-Du. Also man ist sehr schnell auf der Du-Ebene. Und hier fragt Margaret, um auf gleiche Augenhöhe zu kommen, könnte man doch mit der Anrede anfangen. Das heißt, von Frau Professor zum Du. Ist das, Sie haben vorhin ja auch von der Hierarchie gesprochen, würde das Du in der Schule, weil es ist ein großes Thema auch immer gewesen, die Ansprache. Und ich merke ja inzwischen auch in der Schule, ich war letzte Woche eingeladen in einer Schule, dass der Professor direkt schon mit den Schülern, Jugendlichen per Sie ist. Also wenn mich jemand mit 16 Jahren, 15 Jahren mit Sie angesprochen hätte, ich weiß nicht, wie ich reagiert hätte. Aber das scheint jetzt mittlerweile auch Usus in den Schulen zu sein. Also das war mir vorhin schon auf der Zunge. Wir neigen dazu, glauben zu wollen, dass es bestimmte Methoden gibt, die man nutzen soll, damit es geht. Sie hatten es vorhin schon gesagt, da macht so ein Lehrer Rap-Dance. Ja, und dann kommen manche Leute auf die Idee, da müssen die Lehrer jetzt alle Rap-Dance machen. Nee, das Rap-Dance ist sein Ding. So zeigt er sich. Und so öffnet er das Herz der Kinder, weil er so von diesem Rap-Dance begeistert ist. Eigentlich zeigt er sich in seiner Authentizität, weil er Rap-Dancer ist. Und das merken die Kinder und damit kommt es zu dem, was ich vorhin so eine Begegnung genannt habe, von Subjekt zu Subjekt, und dann sind plötzlich Lernprozesse ganz leicht. Aber ein Lehrer, er kann sich auch dem Kind zeigen, weil er in Shakespeare verliebt ist. Ja, oder in die Musik. Oder in die Maikäfer. Er muss nur in irgendwas haben, was ihn authentisch macht. Und deshalb sind das niemals Methoden, es sind immer Haltungen, innere Einstellungen, die es dann ausmachen. Und deshalb geht es dann eben auch so, wie wir das jetzt zum Schluss andeuten wollten, gar nicht darum, dass man jetzt irgendwelche Methoden einsetzt, um das zu erreichen, was man will, sondern die Frage heißt, wie können wir einander helfen, Erfahrungen zu machen, die dazu führen, dass solche inneren Haltungen und Einstellungen entstehen, die man braucht, damit man beispielsweise so etwas fertigbringt wie Selbstdisziplin als junger Mensch. Was für Erfahrungen muss ich den Jungs oder den jungen Menschen bieten, damit die, sagen wir, jetzt nenne ich es mal ganz komisch, den Nutzen von Disziplin leibhaftig erfahren? Ja, und da wissen wir dann nicht viel. Wir disziplinieren sie gerne, ne? Und sagen, das darf man nicht und das darf man nicht. Ja, aber vielleicht könnten wir ihnen auch eine ganz schwierige Aufgabe geben. Also gemeinsam ein Baumhaus bauen oder so etwas. Und das kriegen die aber nur hin, wenn sie sich disziplinieren. Wenn sie sich fragen, wer was kann, wo das Werkzeug ist. Abends muss es wieder weggeräumt werden. Und so erfahren sie plötzlich im eigenen Tun, wie gut das ist, wenn man sich umeinander kümmert. Und wenn man nicht alles umherschlampert. Aber dazu müssen sie was machen. Und das können sie eben in der Schule, im Unterricht nicht. Also wenn ich es jetzt ganz auf den Punkt bringe, wenn Sie wirklich in Südtirol kompetente junge Leute großziehen wollen, dann lassen Sie die aus der Schule raus. So oft es geht. Weil gelernt wird im Leben und nicht in der Schule. Die Schule ist inzwischen doch in einem hohen Maße eine Ausbildungseinrichtung geworden. Und Ausbildung ist nicht das, was junge Leute brauchen, um ihr Leben zu meistern. Das brauchen sie, um einen Beruf auszuüben. Na, sie wollen aber nicht lauter Berufsausüber, sie wollen ja auch Familienväter und Mütter und kompetente Begleiter für andere Menschen. Und sie wollen ja auch eine Kommune haben, in der die Leute miteinander klarkommen. Wo sollen sie denn das lernen, wenn sie nichts weiter in der Schule gelernt haben, als die naturwissenschaftlichen Sachverhalte auswendig zu lernen, die sie auswendig lernen müssen, damit sie gute Zensuren kriegen. Ich jetzt auch in eine kleine Lanze brechen für die Schule, denn wir haben das wunderbare Fach bekommen vor kurzem, gesellschaftliche Bildung, wo einige Schulen noch die Schwierigkeit haben, das mit Inhalt zu füllen, sage ich mal so. Aber ich denke, das ist eine Riesenchance auch für unsere Schule hier in Südtirol, diese gesellschaftliche Bildung. Früher hat man politische Bildung gesagt, aber das hat man jetzt aufgebrochen. Und unter gesellschaftliche Bildung gehört für mich auch dazu, dass man auch als junger Mensch lernt, was passiert im Leben, wenn ich morgen Vater oder Mutter werde. Denn ein 17-Jähriger kann morgen Vater oder Mutter sein oder ein 17-Jähriger. Und das wäre dann die Gelegenheit, das dann auch in der Schule zu vermitteln, das Fachleben, heiße ich es dann einfach mal.
Und da sind wir auch schon bei der nächsten Frage und beim nächsten Thema. Nee, das lasse ich so nicht. Achso, ja, ja, weil das ist ja genau diese Tendenz, dass wir jetzt alles, was die nicht können, in der Schule auch noch unterrichten wollen. Die sollen dort also Körperhygiene lernen, Verkehrsunterricht machen, weil jetzt wollen wir auch noch Wirtschaftswissenschaften denen beibringen, Steuerrecht, alles in die Schule und jetzt auch noch, wie das Leben geht. Sind wir einfach vollkommen bescheuert? Das kann doch nicht gehen. Und dann kriegen sie dafür auch noch Zensuren, dass sie dann irgendwie aufschreiben, wie das Leben geht, wie man mit seiner Partnerin umgeht oder seinem Partner. Also ich, nur einfach diese Vision, damit wir nicht ganz auseinandergehen ohne Hoffnung. Und ich bin sicher, dass das so kommt. Es ist nur die Frage, wann es kommt und wann, ob Südtirol zu den Ländern gehört, in denen es zuerst kommt. Die Zukunft der Schule wird so aussehen, dass sich eine ganze Kommune, also eine Ortschaft, als Bildungscampus ausweist. Die sagt, wir haben hier Heranwachsende und für diese Heranwachsenden ist die ganze Kommune der Ort des Lernens, Bildungscampus. Und dann gibt es da ganz viele Menschen, die in dieser Kommune irgendwas können. Je mehr und je unterschiedlicher, desto besser. Und dann bekommen die Kinder und Jugendlichen die Möglichkeit, zu diesen Leuten zu gehen, die sie interessieren. Und dann geht der eine zum Architekten, der andere zum Fensterbauer und der dritte in das Bestattungsinstitut oder zum Friseur oder wo auch immer. Und da bleiben sie so lange, wie sie dort meinen, dass sie da was lernen können. Und dabei werden sie feststellen, dass sie manche Dinge noch nicht können. Zum Beispiel beim Architekten Integralrechnung oder sowas. Und dann gibt es ein Haus, da stand früher Schule dran und da gehen die hin und dort gibt es kompetente Lehrpersonen, die helfen ihnen rauszufinden, wie die Integralrechnung geht. Das ist Schule der Zukunft. Dann findet die Bildung endlich wieder im Leben statt und nicht in irgendeiner Einrichtung. Und dann lernen die Kinder und Jugendlichen die Dinge, die man also wirklich auch in der Schule lernen muss, nicht deshalb, weil sie müssen, sondern weil sie wollen, weil sie merken, das brauche ich fürs Leben. So, und jetzt können wir anfangen, in Südtirol die ersten Gemeinden zu finden, die sagen, wir sind so ein Bildungscampus. Ich habe ja diese Akademie für Potenzialentfaltung, her damit. Das begleiten wir mit großer Freude. Da würde ich mich sogar nochmal in den Zug setzen und runterkommen. Wenn so ein Bildungscampus entsteht. Aber jetzt müssen Sie sagen, wie soll das politisch umgesetzt werden? Da müssen Sie alle Regeln, die Sie bisher haben, müssen Sie alle auflösen. Ich werde mit den zuständigen Landesräten, die die Macht haben und das Geld mal zusammensitzen. Und reden Sie mal drüber, ob das nicht geht. Man kann ja das auch mal ein Vierteljahr machen und mal gucken, was dann eigentlich passiert. Ja, ja. Das ist ein guter Vorschlag und ich bin überzeugt, es schauen auch Leute zu, die morgen das schon wenn ich in die richtige... Gute, darf ich noch einen? Ja, selbstverständlich. Schauen Sie, es gibt nicht so sehr intellektuell begnadete Menschen, häufig Jungs, die, wo die in der Schule wirklich total schlecht sind und nichts lernen. Aber die haben alle den Führerschein gemacht. So, da muss man sich doch fragen... Wenn einer das fertig bringt, diesen Führerschein zu machen, da kann er doch nicht so blöd sein, dass er nicht auch ein bisschen Mathe versteht und lesen, schreiben und rechnen lernt. Und dann muss man fragen, was ist denn das Geheimnis dieser Fahrschule? Und wissen Sie, was das Geheimnis ist? Dass der Fahrschullehrer nicht derjenige ist, der die Noten verteilt. Das kann man trennen. Man kann sagen, okay, du bist der Lehrer, und du begleitest das Kind und hilfst ihm, sich all das anzueignen, was es braucht, damit es diese externe Prüfung, die irgendwo abgenommen werden muss, auch ablegen kann. Du bist der Helfer des Kindes. So, aber bitte nicht auch noch gleichzeitig der Prüfer. Ich weiß nicht, wer sich diesen Blödsinn ausgedacht hat. Und dann begleitet der Lehrerin oder der Lehrer diesen Schüler dabei, dass der sich alles aneignet in Mathe. Und drückt ihm die Daumen, dass er jetzt in dieser externen Stelle, wo der Staat prüft, ob das auch alles geklappt hat, dass er da durchkommt. Und wenn er das geschafft hat, dann gehen die beiden und machen ein Fest. Das ist der andere Weg. Das kann doch nicht so schwer sein. Da habe ich mehr Hoffnung, dass das die Politik durchbringt, weil das früher sehr schwer war, so eine Institution sich auszudenken, die das prüfen soll. Aber das kann man doch heute digital.
Der muss sich da sozusagen einloggen mit irgendeinem Kennzeichen, dass nicht Mama oder Papa die Fragen beantwortet. Und dann beantwortet er die Fragen und anschließend kriegt er sein Zertifikat und dann wird ihm zertifiziert, dass er in Biologie die gesamte Photosynthese so gut gelernt hat, dass er dafür, was weiß ich, wie viele Punkte kriegt. Alles gut. Da habe ich jetzt den richtigen für Sie. Ah, denn es ist, Name steht ja keiner, aber ich bin Mathe-Physiklehrer und Skilehrer. Ich hatte die Möglichkeit gehabt, mit meinen Schülern auf die Piste zu gehen und Kurse, andere fachfremde Kurse anzubieten. Ich hatte den Eindruck, dass sich die Beziehungen dann auch in Mathe viel stärker auf Augenhöhe war. Ich als Mathelehrer war mehr Mensch und weniger Nerd. Wie sehen Sie Erlebnispädagogik in der Schule, gerade mit Lehrpersonen von weniger beliebten Fächern? Ja, das ist vollkommen richtig. Also ich sage immer, es gibt auch Kinder, die können, die haben eine Hochbegabung für Kirschkernweitspucken. Und im amazonischen Regenwald hätten die ja so ein Blasrohr und die und alle würden sie dafür bewundern, dass sie so eine hochbegabten Kinder sind. Bei uns kommt man mit Kirschkernweitspucken nicht weit. Und trotzdem gibt es welche, die das gerne machen. Und da könnte jetzt einer kommen, das muss aber nicht unter Erlebnispädagogik laufen, da könnte einer kommen und könnte sagen, du, ich kann dir zeigen, wie man das berechnet, wie man das halten muss, damit eine Flugbahn entsteht, mit der du möglichst weit kommst. Und das ist sozusagen Hyperbelfunktion. Und also da kann man, mathematisch kann man die halbe Mathematik in diese Flugbahnberechnung stecken. Und weil der so gerne Kirschkernweitspucken macht mit dem Blasrohr, wird er sich das auch alles mit Begeisterung reinziehen. Also ich wollte mal Falkner werden und mit 12 und in der DDR gab es kein einziges Buch über Falknerei. Da bin ich in die alte Schlossbibliothek gegangen und habe ein mittelalterliches Buch von Kaiser Friedrich II. Über die Falknerei mir ausgeliehen, in dieser Schrift, die ich gar nicht lesen konnte, in Althochdeutsch Und kürzlich kam meine Mutter und sagte, ich habe hier so ein Heft gefunden. Da waren meine ganzen Notizen, wie der Falke gefüttert wird, wie man die Haube baut und wie man den abrichtet. Alles aus diesem mittelalterlichen Buch. Das habe ich mit 12 gemacht. Aber weil es mich interessiert hat und nicht, weil ich musste. Wenn mich da einer hingejagt hätte, ich sollte Mittelhochdeutsch lernen, da hätte ich gesagt, dann alle Tassen im Schrank. So rum geht es. Ziehen, nicht drücken. Wir kommen in die Schlussrunde, Herr Hütter, und ich würde noch ein, zwei Fragen dazu nehmen. Vorhin ein Angebot. Sie würden nach Südtirol kommen, wenn jemand sagt, dann wir schaffen so eine Lernkommune und wir schaffen als Kommune dann eine neue Art des Lernens. Da schreibt schon Frau Heidi, wir sind vom international bekannten Projekt in Laien. Wenn man so einen Rahmen schaffen möchte wie eine Kommune, wie kann man das auf Landesebene machen? Ich würde sagen, der Frau Heidi, sie soll sich einfach im Forum auch an die E-Mail-Adresse schicken, den Kontakt. Sie haben vorhin von Ihrer Akademie Potenzialentfaltung gesprochen, so wie wir auch Kontakt aufgenommen, einfach anschreiben. Wir versuchen hier einfach ein Netzwerk auch mit. Ja. Und wenn ich das unterstützen kann, ganz gerne. Ja. Aber ich weiß es nicht, also eine Kommune ist im Deutschen, so wie ich das verwende, das ist eine Gemeinde oder ein Stadtteil. Ja. Oder eine ganze Stadt. Und wenn sich der Bürgermeister mit seinen Gemeindemitgliedern einig ist, dass die sowas werden wollen, dann setzen die das bitte um und holen sich bei der Landesbehörde die Erlaubnis, einen Modellversuch machen zu dürfen. Da braucht es nicht viel. Da wird es bei uns dann schon wahrscheinlich wieder schwierig. Diejenigen, die jetzt vielleicht Lust haben, so eine Ortsbündnis Lernlust zu gründen, wo Eltern, Lehrer und andere Interessierte aus der Ortschaft dann in die Schule gehen und sagen, wie können wir euch helfen, damit hier in unserer Schule kein Kind mehr seine Freude am Lernen verliert. Im Internet nachschauen, www.lernlust.jetzt. Und dann sieht man, da gibt es schon eine Unmenge solcher Lernlustbündnisse und ich wäre glücklich, wenn sich da auch in Südtirol welche bilden könnten. Und da merken Sie, wenn sich so eine Bewegung in Südtirol ausbreiten würde, dann ist das egal, ob die jetzt italienisch oder latinisch oder deutsch in der Schule angesiedelt sind. Lernlust brauchen sie alle. Und dann hätte man endlich was, was übergreifend über die verschiedenen kulturellen Traditionen alles zusammenbindet. Also ausprobieren und loslegen. Die Lernlust, die uns verbindet und ich denke auch die
die Verantwortung oder das Verantwortungsgefühl von vielen Eltern, die für ihre Kinder auch das Beste wollen, wenn man dann ja selbst als Eltern, dann man ist ja auch geprägt von der eigenen Vergangenheit und manchmal nicht weiß, ob das, was uns erwartet, auch das ist, was wir für unsere Kinder wollen. Da haben wir im Vorgespräch ein wichtiges Thema angesprochen. Wir sind die erste Elterngeneration oder ist jetzt die erste Elterngeneration, die nicht wirklich weiß, was die Zukunft für unsere Kinder bringt. Wir sind von einer Krise in die nächste. Wir haben Krieg, wir haben Umweltprobleme, wir haben jetzt diese Pandemiezeit hinter uns. Das hat viele Menschen verunsichert und wir blicken noch mit gewissen Sorgen auch in die Zukunft als Erwachsene und damit auch in die Zukunft unserer Eltern. Was macht das mit uns als Gesellschaft und wie können wir das aufbrechen, dass wir auch hier wieder das Positive sehen, die Lust an der Zukunft und für unsere Kinder da auch mitgestalten, diese Zukunft? Also das kann eine ganz furchtbare Entwicklung werden, weil es sowas ja noch nicht gegeben hat. Immer hat die Elterngeneration konnte davon ausgehen, hat ja auch immer alles dafür getan. Dafür kriegt man ja Kinder, dass es die Kinder besser haben als sie. Und jetzt ist die erste Elterngeneration, wo die sagen, die werden es nicht besser haben als wir. Und deshalb ist das ein sehr tiefgreifendes Problem. Und das müssten wir uns langsam auch in der Politik klar machen, dass da etwas passiert, wo man nicht warten muss, bis das Kind in den Brunnen gefallen ist, sondern wo man sich fragen kann, können wir diese Veränderung irgendwie aufgreifen und sie positiv drehen? Und die Antwort heißt wahrscheinlich, ja, in Bezug auf materiellen Wohlstand und Bequemlichkeit und Versorgungssicherheit und so werden die Kinder es schlechter haben als wir. Aber in Bezug auf die Möglichkeiten, die sie haben, um die Welt zu gestalten, in Bezug auf die Möglichkeiten, die sie haben, auch ihr Zusammenleben ganz anders nochmal zu gestalten. Die können ja Gemeinschaften bilden, wo diese alten hierarchischen Ordnungsstrukturen, in denen wir noch gefangen sind, wo die sich wirklich auflösen. Die könnten sozusagen viel beziehungsfähiger werden als wir. Die könnten auch endlich eine liebevolle Beziehung zu sich selbst und zu anderen Menschen aufbauen. Und sie könnten auch eine liebevolle Beziehung zu anderen Lebewesen und der Natur herausbinden. Das haben doch wir alles nicht in der Menge. So, und das heißt, da ist mordsmäßig viel Luft, dass unsere Kinder es besser haben werden, aber auf anderen Ebenen, als wir uns das im Augenblick vorstellen, weil wir nach Vorstellungen leben, die aus dem Vorjahrhundert stammen. Und die sind jetzt wirklich zu Ende. Hier geht ein gesellschaftliches und wirtschaftliches System zugrunde. Das fällt in sich zusammen und wir müssen das neu erfinden. Und mit diesem Blick, doch auch positiven Blick in die Zukunft, setze ich einen Schlusspunkt mit einem Fazit aus Ihrem Buch. Sie schreiben, die Freude am Lernen ist Ausdruck der Freude am Leben. Und diese Freude am Leben ist auch unsere Aufgabe als Eltern, als politisch Verantwortliche, den Menschen zu geben, dass sie Lust haben, Dinge zu machen, zu entdecken, den Kindern. Ich habe diesen Abend mit Ihnen entdeckt, heute Abend. Wie gesagt, wir haben uns ein wenig treiben lassen thematisch. Ich bedanke mich bei allen, es wären noch einige Fragen offen. Wer sie beantwortet haben möchte, bitte mir schreiben. Ich leite sie dann auch gerne weiter, Herr Rüther, an Sie. Wenn es speziell was ist, was Sie dann noch gefragt sind, das war eine Frage auch zum Gehirn noch einmal hier, zum präfrontalen Kortex und Hippocampus, wie sich der verändert hat. Aber da gehen wir jetzt zurück wieder in die Ursprungsmaterie und Ihren Lieblingsmaterie. Ich bedanke mich, Herr Rüther, für diesen Abend, für dieses Gespräch. Wünsche Ihnen alles, alles Gute. Bedanke mich auch, dass Sie für so viele Menschen auch Inspirator sind und dass wir immer wieder auch von Ihnen Impulse bekommen. Das motiviert viele Menschen. Ich habe es auch als Rückmeldung zu diesem Abend bekommen. Deswegen liebe Grüße, ein herzliches Dankeschön für Ihre Zeit. Und ich hoffe doch auf ein Wiedersehen in Südtirol dann in physischer Art und Weise. Ich danke Ihnen. Auch mir hat das Freude gemacht. Das ist nicht so schwierig, das, was wir so allgemein besprochen haben, dann in diese Einzelheiten zu zerlegen, die dann im Hirn stattfinden. Ich finde das aber nicht so spannend. Ich finde es viel spannender, dass man das Ganze versteht und dann das, was im Hippocampus oder in der präfrontalen Rinde passiert, dort einordnen kann.
Und deshalb gebe ich mir nicht mehr so große Mühe, diese ganzen Einzelheiten aus dem Hirn zu beschreiben, sondern gebe mir mehr Mühe, Verständnis dafür zu wecken, wie wir eigentlich unterwegs sind und was wir brauchen, damit wir die in uns angelegten Talente und Begabungen entfalten können. Und Lernlust ist uns angeboren, da muss sich gar keiner Mühe geben, dass die erst noch geweckt werden muss. Das Einzige, was wir können, ist, wir können sie kaputt machen durch ungeschicktes Vorgehen. Und das ungeschickte Vorgehen beruht darauf, dass wir ungünstige Vorstellungen haben, die wir von früher mitgeschleppt haben. Und das ist manchmal nicht so ganz leicht, die alten Vorstellungen, auch wenn sie falsch sind, endlich loszulassen. Aber es geht. Das Hirn ist lebenslang lernfähig und kann sich verändern. Man kann auch eine blöde Vorstellung, mit der man bisher rumgerannt ist, einfach loslassen und kann nochmal versuchen, es auf anders zu machen. Und wenn man das gemeinsam mit anderen versucht, ist die Chance, dass es richtig wird, viel größer, als wenn man sich alleine in seine eigenen Vorstellungen, in seinen eigenen Vorstellungen, mit seinen eigenen Vorstellungen verrennt. In diesem Sinne, tun Sie sich zusammen in Südtirol, gucken Sie, was Sie eigentlich gemeinsam wollen, was Ihnen wichtig ist. Dann gehen Sie los und fragen Sie nicht ewig, ob Sie dürfen. Machen Sie es einfach. Alles Gute und Ihnen vor allen Dingen. Danke. Drücke ich die Daumen, dass das politische Geschäft Sie nicht zu sehr beansprucht. Richtige Balance zwischen Nähe und Distanz. Verlieren Sie nicht den Mut. Nee, ich versuch's. Gut, danke Ihnen. Schönen Abend. Schönen Abend. Auf Wiedersehen. Tschüss. Ja, tschüss.